Was geht ab, meine Wettfreunde, und willkommen zu Part Nummer 29 in der tückischen Geistergalerie. So, der Stern ist eindeutig zu nah. Der fährt jetzt gleich hoch oder so. Oh nein, so ein Level? Ach, Kacke. Zack, haben wir den ersten. Wie soll ich denn an den da rankommen? Ihr seid doch mies! Es gibt einen Rückweg! Ihr seid so mies. Ja, ist vielleicht besser so. Es gibt einen scheiß Rückweg! Oh, ihr seid so eine Arschgeigen! Ja, hier werden jetzt sehr viele Leben draufgehen. Fängt's an da hinten links. Keinen Schaden bekommen ist wahrscheinlich hier das Hauptding vom Level. Oder wollte ich mir ernsthaft sagen, ich muss alle Boost töten? Das wäre ein bisschen mies. So, das war hier was. Hier gab es einen Rückweg. Nein! Hier werden sehr viele Leben drauf gehen. Okay, wir müssen mal gucken. Es gab da einen Rückweg, aber wie kam ich da jetzt hoch? Das war nicht so einfach, oder? Was meint ihr? Das Schöne ist, die sind sofort weg. Ab dem Moment, wo man so hier vorne das Ding. Da muss ich wahrscheinlich ziemlich gut balancieren. Hä? Wie soll ich da überhaupt raufkommen? Ach, die fallen nicht runter, weil ich zu nah dran bin, oder? Kann das sein? Ich muss weiter nach vorne gehen, dass hier überhaupt was runterfällt. Oh, das heißt, ich muss rennen. Hier ist also Tempo anscheinend ein bisschen das Hauptding. Muss ich einmal rüber sprinten? Genau, jetzt da. Das Ding, die sind nicht runtergefallen. Oh, hier ist es aber ganz schön eng. That's what she said. Weg. Komm. Ey, sag mir jetzt nicht, dass ich wirklich alle Geister besiegen muss. Oh, das wäre so mies. Und das ist mies, das ist mies, das ist mies, das ist mies, das ist richtig mies, das ist super mies. Sprinten, 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 sprinten. Oh nein, Big Boo. Ein. Hä? Ich bin doch nicht mal an ihm dran. Okay, geheimen Goldpilz einsammeln ist wahrscheinlich nicht. Okay, geheimen Goldpilz einsammeln ist wahrscheinlich hier das Ziel. Mann!
Ich war am Ziel. Meine Mama mag mich nicht. Alle deine Schuld. Na, ist doch kacke. Okay, wir können jetzt wenigstens durchsprinten. Wir haben alle Edelsteine. Hui! Okay, das Ende ist einfacher, als ich dachte. Was mich ein bisschen stört, ich kann die Dinger nicht anhalten. Das wäre Wunschdenken, aber hey. Zack, alle drei weg. Und alle weg. Ne, einer ist noch da, aber ist jetzt egal. Ist ziemlich unwichtig, dass der da ist. Ich muss mal gucken. Ist hinter mir spawnt ein Buu. Kleiner. Das war ziemlich dumm gerade. Hinter mir spawnt ein großer. Den mache ich zuerst. Zack. Jetzt ist der weg. Jetzt kann ich den da machen. Okay, sehr schön. Jetzt spawnt hinter mir spawnt 2, die mache ich zuerst weg. Bei den großen kann ich die ganze Zeit immer noch... Jetzt kann ich ihn auch noch wegblastern. So, das Zeugs ist weg. Perfekt. Das ist super gut. Also bitte sag mir, es war der geheime Goldpilz. Ich will dieses Level nicht nochmal spielen, das ist zum Kotzen. Ja, es war der geheime Goldpilz. Ach, ich muss das Level ja nochmal spielen, ich Idiot. Ich will nicht. Mach, dass es aufhört. Ach komm, bitte sag mir das irgendwo an einem Spot, wo ich ihn jetzt gleich erreichen kann. Warum auch? Ich habe ihn gerade direkt gehört. Da. Ich habe ihn gerade direkt beim Hochfahren schon gehört. Ich muss nur wissen, wo der an der Scheißsäule ist. Oh, danke, dass ihr den an einem guten Spot versteckt habt. Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, ey. Vertrackte Tippsteine. Ich verstehe das Wort nicht. Attracted Tippsteine. Yo. Yo, bewege ich einfach mal das halbe Level damit. Das sieht lustig aus. Ach du Kacke, das ist hoch und runter. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Nee, war's nicht. Ich glaube zumindest nicht, dass das so gewollt war. Ja, war überhaupt nicht so gewollt. Man kann es halt richtig cheaten. Wo komme ich überhaupt weiter? Hier sind die drei Eingänge, hier komme ich nirgendwo. Da! Ah! Jetzt habe ich es gesehen, hier ist eine Nische. Schon gefragt, wie komme ich denn hier überhaupt rüber? Das ist übrigens cool gemacht.
dass man hier wirklich den runter machen muss, um an ein Ding ranzukommen. Das ist cool gemacht. Okay, das ist ziemlich dumm gemacht. Okay, hab mich vertan. Das hat mich fast ein Leben gekostet. Ich hab Steine nur 4-mal berührt oder so, ist wahrscheinlich hier wieder. Och nee, oder? Okay, also so. Hinter dem roten lang, so. Und beim pinken vorbei. Perfekt. Okay, wir brauchen schon mal 2 Tipps für den gelben letzten. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich kann schummeln. Tippsteine 6-mal berühren. 6-mal. Alter, ist das hart. Mal zählen wir mal mit. 1, 2, 3, 4. Glaube ich nicht mehr. Ich komme hier nicht vorbei. Ja, komm. Nee, glaube ich wirklich nicht. Ich komme durch die nicht durch. Aber so hätte ich es nicht mehr schaffen können. Ich muss 2-mal fürs Letzte machen. Wie komme ich mit 4 Tipps denn hier bitte hoch? Ach. 2. Ich habe das nicht bedacht. 3. Hier. Ich schaff's mit 5. Nee, ich schaff's mit 6. Oh shit, das wäre fast schief gegangen. Alter, ich hab vergessen, ich kann die ja nicht stunnen, wenn ich da drauf bin. Oh Gott, das war fast schief gegangen. Okay, 6. Shit, ich hab das nicht bedacht, dass mich da ja rein muss. Ach Gott. Ja, gut. Und Pixel-Torte. So, der sollte ja nicht so schwer sein. Der kann ja nur an einer Stelle sein, die wir so bewegen können. Das wird eventuell frustrierend, weil ich ihn nicht treffe, aber naja. Ich guck erstmal, wo er sein kann. Ah, da. Okay. Geschafft. Ich muss da leider ein bisschen in den Leveln ruhiger sein. Ich muss ihn hören und das funktioniert nicht so gut mit Commentary. So, kunterbuntes Kastenkarussell. Machen wir noch. Heute habe ich im Party Spendierhosen an. Wobei, eigentlich habe ich gar keine Hosen. Ich meine... Das sieht cool aus, das Level. Ich find's auch lustig, dass man direkt zum Ziel gehen konnte. Als erstes will ich den hier haben. So, gucken wir mal, wie kommen wir dann daran? Hier rüber.
Wie komme ich da jetzt rein? Achso, ich werde jetzt gleich drauf gehen. Nein, das war knapp, aber es hat... Hier im Roten, ah, okay. So, dann haben wir die Mitte. Jetzt ist noch die Frage, wie komme ich an den Goldpilz ran? Bleib erstmal hier, ich muss erstmal gucken, wie ich da rankommen könnte. Es dreht sich immer nach rechts. Ich hab ne Idee. Komm ich überhaupt wieder raus? Bist du hier rüber? Hier drüber, hier runter und hier rein. Erstmal ins Blaue hier, weil hier kann ich jetzt erstmal ungestört sein. Muss ich gucken, wo ist denn der jetzt gerade? Unten. Da oben. Hier ist er. Erstmal auf der Seite hier runter. So. Muss ich überhaupt hin? Ich muss ins Rote. Weiß noch nicht wie, aber ich muss ins Rote. Ja. Doch, ins Gelbe muss ich, okay. Und dann kriege ich ins Blaue und von da aus komme ich ins Rote. So. Jetzt habe ich's. Ich will den Goldpilz haben, weil ich glaube, dass das das Ding ist. So, vom Gelben komme ich ins Blaue, vom Blauen ins Rote. So. Dachte ich. Ach, vom Grün komme ich ins Rote. Okay, also vom Blauen ins Grüne, vom Grünen... zum Roten. So, jetzt haben wir es. Weil das eigentlich unnötig ist, oder? Ja. Genau, das ist nämlich das, was ich eigentlich machen wollte. Einfach um die Ecken laufen. Why not? Ich glaube, ich habe gerade meinen Tod ein bisschen unterschrieben. Kann das sein? Nö. Bin im Grün. Oh, doch, jetzt habe ich meinen Tod unterschrieben. Cool. Das war knapp. Wie komme ich jetzt wieder hier ins zum Stern? Vom Grün. Okay. Ah, nein, ich muss beim Roten. Mist. Vom Grünen aus komme ich zum Stern. Nein, ich wollte da doch nicht rein. Ist ins Blaue rein hier, zack. Achso, ich kann... Genau, ich kann vom Blauen ins Gelbe fallen. Ich muss selber gucken, ich weiß es nicht. Jetzt kann ich hier vom... Wenn er sich nochmal rumdreht, dann kann ich... Ich kann ihn sogar anhalten. Boah, ist ja Premium. Dann kann ich jetzt ins Gelbe. Jetzt kann ich ins Grüne und dann kann ich wieder zurück hier raus. So, ich habe den Goldpilz eingesammelt. Ich habe alle Edelsteine eingesammelt, was echt gar nicht mal so einfach jetzt war. Genau, Goldpilz eingesammelt. So, wollen wir dann noch den Pixel-Tod suchen, weil es der letzte Part ist, den ich jetzt erstmal aufnehme für die Session?
Ich würde sagen, ja. Ich meine, so schwer kann der ja nicht versteckt sein. Das ist ein drehendes Level. Was, wo soll der versteckt sein? Gelben? Also ich guck mal, beim Gelben ist er nicht. Beim Blauen ist er nicht. Habe ich da gerade was gesehen? Nein. Beim Blauen ist er also nicht. So, oben drauf ist er auch nicht. An den Seiten ist er auch. Dann beim Roten ist er auch nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er hier drin ist und wir können da jetzt aktuell nicht reingucken. Beim Grünen ist er auch nicht. Unten ist er auch nicht. Der kann also maximal... Man kann übrigens... Ist hier unten drunter. Ist das ein mieser Reit. Aber man kann halt... Das ist nicht so lustig, das Ding verhält sich anzudrehen ab dem Moment, wo man zum Stern möchte. Man kann ihn aber vorher anhalten. Das ist sau bescheuert. Wer hat sich das einfallen lassen? Ey, auf den Dächern hin und her. Und wir haben ein Moneymaker-Level wieder am Start. Münzenfest. Machen wir im nächsten Part. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis zur Raccoon's Day Play. Ciao.